Hi und herzlich willkommen zu einer Matheaufgabe aus dem echten Leben. Viele Leute sagen ja immer, Mathe, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, braucht man alles nie wieder, aber das stimmt natürlich nicht. Ihr seht es jetzt hier an der Aufgabe, wenn ihr mal irgendwann Bäume bei euch pflanzen wollt, dann kann es ja sein, dass ihr euch fragt, wie die wachsen und wie hoch die in einer gewissen Zeit sein werden. Und so ist es hier auch. Wir haben einen Garten. Da pflanzen wir eine Fichte und einen Kirschbaum. Gleichzeitig natürlich. Die Fichte ist 1,20 Meter hoch, der Kirschbaum 2,10 Meter. Und wir wissen, dass die Fichte 47 cm pro Jahr wächst und die Kirsche nur 11. Und die Frage, ganz klassisch natürlich, ist: Nach wie vielen Jahren sind denn jetzt diese beiden Bäume gleich hoch? Und das kann man mit systematischem Ausprobieren lösen, mit gesundem Menschenverstand. Oder aber mit einer Gleichung. Und das zeige ich euch jetzt mal. Die Idee muss natürlich sein, okay, wir haben die Fichte und wir haben die Kirsche. Wir wissen, die Fichte ist zu Beginn 1,20 Meter, also 120 cm hoch, und die Kirsche 2,10 Meter, also 210 cm. Dann wissen wir, das kann man so ein bisschen tabellarisch am besten darstellen, dass unsere Fichte 47 cm pro Jahr wächst. Das heißt, wenn wir hier zur Auspflanzung gucken, dann haben wir hier noch die 120 cm. Aber wenn wir nach einem Jahr schauen, dann haben wir schon 120 cm plus 47 cm. Und bei der Kirsche, ganz genauso können wir es da machen. Da haben wir zur Auspflanzung 210 cm Höhe und nach einem Jahr 210 cm plus 11 cm, die sie gewachsen ist. Und wir wollen jetzt ja wissen, schreiben wir mal als gesucht auf, nach wie vielen Jahren die beiden Bäume gleich hoch sind. Und da empfehle ich euch, nicht systematisch auszuprobieren, könnt ihr machen, aber dauert ewig, sondern zu sagen, wir führen eine Variable ein, und zwar x. Und wir sagen, x sind die vergangenen Jahre. Und dieses x wird dann gleich die Variable in einer Gleichung sein, die wir lösen können, um es einfach zu berechnen, ohne auszuprobieren. Kleines Beispiel noch fürs zweite Jahr, damit ihr seht, was unser Ansatz ist. Da würde man dann ja sagen, die Fichte ist 120 cm plus 2 mal 47 cm hoch und die Kirsche 210 cm plus 2 mal 11 cm. Weil die halt mit jedem Jahr, das vergeht, einmal 47 bzw. einmal 11 cm dazu bekommen. Und das heißt, nach 2 Jahren hat man 2 mal 47 beziehungsweise 2 mal 11 cm an Höhe dazu bekommen. Und nach x Jahren wären das dann eben entsprechend 120 cm plus x mal 47 oder 210 cm plus x mal 11 cm. Und das heißt, wenn wir jetzt hier die vergangene Zeit in Jahren nicht konkret kennen, sondern als x bezeichnen und wir wollen, dass die beiden Bäume gleich hoch sein sollen irgendwann, dann müssen wir natürlich sagen, dass 120 plus x mal 47 dasselbe sein muss wie 210 plus x mal 11. Und diese Gleichung ist jetzt unser Ansatz, damit wir nicht weiter systematisch ausprobieren müssen, sondern einfach ausrechnen können. Mein Tipp: formuliert erstmal dieses x mal 47 und das x mal 11 um zu 47x und 11x. Das ist nämlich ein bisschen übersichtlicher. Und dann bringt ihr alle Unbekannten auf eine Seite und alle normalen Zahlen. Heißt, wir rechnen erstmal minus 11x. Dann haben wir auf der linken Seite 120 plus 36x sind es noch. Auf der anderen Seite bleibt nur noch die 210 stehen. Dann können wir minus 120 rechnen. Und dann kommen wir auf 36x gleich 90. Jetzt muss noch durch 36 geteilt werden. Und das sieht schlimmer aus, als es ist. Wir schreiben es mal als Bruch. Man kann das nämlich alles wunderbar lösen, auch ohne Taschenrechner, weil man ja kürzen kann. In der 90 und in der 36 steckt die 3 drin. Also teilen wir mal durch 3. Dann haben wir 30 und 12. Dann sehen wir, oh, sind beides noch gerade Zahlen. Wir können also nochmal durch 2 teilen. 15 und 6. Dann sieht man, oh, da steckt ja nochmal die 3 drin. Dann kommen wir auf 5 und 2. Und 5
Zweitel, 5 halbe. Das kann man natürlich super ausrechnen, weil dieser Bruchstrich, der ist nichts anderes als ein Geteiltrechenzeichen. Das heißt, da steht eigentlich, dass x gleich 5 geteilt durch 2 ist. Und das ist natürlich 2,5. Und so weiß man, wunderbar, das gesuchte x ist 2,5, also x war die vergangene Zeit in Jahren, bis diese Gleichung gilt, bis also unsere Bäume gleich hoch sind. Und dann können wir sagen, nach 2,5 Jahren sind die beiden Bäume gleich hoch. Und damit ist die Aufgabe gelöst. Kleiner Funfact übrigens noch zu dieser Sache hier. Man kann sich das super merken, dass der Bruchstrich das Geteiltrechenzeichen ist. Weil, wenn ihr auf dem Taschenrechner mal die Taste anguckt, dann sieht die so aus, ne? Und das ist letztendlich einfach nur ein Symbol für den Bruch. Weil der Punkt oben, der steht für den Zähler. Und der Punkt unten, der steht für den Nenner. Und das habe ich irgendwann mal vor wenigen Wochen, muss ich sagen, rausgefunden und fand es ziemlich faszinierend. Wenn ihr Lust habt auf mehr Alltagsgleichungen und Alltagsprobleme, um zu sehen, dass Mathe tatsächlich mit dem echten Leben viel zu tun hat, dann schaut mal hier rein. Und wenn ihr sagt, nee, da habt ihr gar keine Lust drauf, dann empfehle ich euch das Video hier oben. Das hat der Algorithmus personalisiert für euch ganz individuell ausgesucht. Ciao, viel Spaß, bis bald. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch noch eben den Kanal. Da freue ich mich.